Die naturnahe Idylle des Jugendbildungszentrums Plossin südöstlich von Berlin. Ideale Voraussetzungen, um einmal den Kopf frei zu kriegen und den Blick auf neue Erkenntnisse zu lenken. Genau der richtige Ort also für die Kita-Fachtagung des DRK-Kreisverbands Fleming-Spreewald. 2 Tage kamen hier über 200 Fachkräfte der DRK-Kitas und Horte zusammen. Sich zu reflektieren in dem eigenen Handeln und in der Ansprache der Kinder, der Eltern, der Kollegen, da hat man wenig Zeit für. Und hier geben wir jetzt den Kollegen 2 Tage Zeit, sich selbst zu reflektieren in ihrem Handeln und neue Impulse zu bekommen. Hoffentlich ganz viele Ja's, ich mache das schon so und beherzige mir das im Alltag und vielleicht auch neue Erkenntnisse, das wäre schön. Es geht darum, dass wir nochmal auf Beziehungen schauen. Wie sind die Beziehungen zwischen den Fachkräften und den Kindern? Wir kennen alle den stressigen Alltag und wissen ganz oft nicht, wie wir die ganzen Arbeiten, die wir mit den Kindern haben, unter einen Hut bekommen sollen. Und manche besonderen Momente, die Magic-Momente, die fallen oft hinten runter. Und Martineo gibt die Möglichkeit über Videografie, besondere Momente festzuhalten und im Nachgang nochmal auszuwerten. Für das Schaffen dieses Martineo-Moments ist der Leiter des gleichnamigen Instituts Markus Bach zuständig. Der Diplompädagoge hat sich auf diese Qualifizierungsmethode spezialisiert. Das ist dem Lateinischen angelehnt, Mars Martis steckt da drin und das bedeutet so viel wie aus eigener Kraft. Und die Philosophie ist diese Methode, wenn es mir gelingt zu erkennen, was ich in Augenblicken tue, um das Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen, in seiner sozial-emotionalen oder sprachlichen Entwicklung, dann kann es gelingen, dass es Eltern oder Fachkräften stärker wieder in Kontakt kommen mit ihrer eigenen Wirkungskraft. Und das ist die Idee dahinter. Also ihnen nicht aufzuzeigen, was nicht gelingt, sondern das aufzuzeigen, in welchen Momenten förderliche und unterstützende Beziehungsgestaltung und Interaktion stattfindet. Mit Hilfe von kurzen Videoclips analysiert Markus Bach anschaulich alltagsnahe Szenen im Umgang mit Kindern. Damit holt er die Teilnehmenden direkt in ihrem beruflichen Alltag ab. Und dort schleicht sich nur allzu oft Routine ein. Markus Bach will einen neuen Blick ermöglichen, ganz gemäß dem Motto seines Vortrags: Ich sehe was, was du gleich siehst. Wir tun und handeln einfach, wir gestalten Beziehungen und förderliche Prozesse in aller Regel intuitiv. Und wenn wir dann erkennen können, in welchen Momenten unser Handeln förderlich und entwicklungsunterstützend ist, kann man wie etwas Neues wahrnehmen lernen. Und das schafft ein neues Gefühl für die eigenen Kompetenzen, für das eigene Handeln und die Auswirkung für die Entwicklungsunterstützung von Kindern in alltäglichen Momenten. Die sogenannten A- und O-Momente bleiben wie erhofft nicht aus. Ein willkommener Perspektivenwechsel für die Kita- und Hortfachkräfte, denn dort sind die Herausforderungen in den letzten Jahren stetig gestiegen. Bildung und Erziehung, das ist eine Einheit. Wir merken, dass wir bemüht sind, halt die Kinder, soweit es geht, auch zur Selbstständigkeit zu erziehen, zum Leben in der Gemeinschaft, in verschiedenen Gruppen. Und die Ansprüche daran sind extrem hoch geworden. Ich finde es ganz wichtig, dass die Kita gerade auch auf Neuerungen eingeht, dass wir immer am Zahn der Zeit sind, dass wir immer gut fortgebildet sind. Und ich finde auch, dass in der Kita mittlerweile sehr viel, zum Glück sehr viel Augenmerk auch auf die Individualität der Kinder gelegt wird, was dann leider in der Schule nicht mehr so ist. Also ich finde, wir bilden eigentlich einen guten Grundstock, um die Kinder stark zu machen für ihr Leben. Ein wichtiger Aspekt der Kita-Fachtagung ist aber auch das gemeinschaftliche Erlebnis der über 200 Teilnehmer. Obgleich die Kita- und hortübergreifende Zusammenarbeit beim DRK-Kreisverband Fleming-Spreewald schon heute gut funktioniert. Das zumindest bewies die Ehrung von zahlreichen Freiwilligen, die in Corona-Zeiten auch in anderen Kitas und Horten gegenseitig aushalfen. Austausch ist immer ganz wichtig. Ich finde es schön, dass wir hier alle zusammenkommen und dass wir die Möglichkeit haben, auch mal
mit Kollegen zu sprechen, die man sonst so nicht sieht. Der Wunsch ist immer da, sich zu vernetzen. Wir haben auch Arbeitsgemeinschaften, wo wir aus den Kita-Teams auch Kollegen zusammenbringen zu bestimmten Themen. Zum Beispiel Praxisanleiter oder stellvertretender Kita-Leiter. Die kommen dann zusammen und tauschen sich auch schon aus. Aber in der Dimension hatten wir es eben noch nicht, sodass sich also auch wirklich jeder Mitarbeitende hier einen Partner suchen kann, mit dem er in den Fachaustausch geht. Und das ist eine Besonderheit. Dazu trugen auch entsprechende Workshops am zweiten Tag der Kita-Fachtagung bei. Was am Ende idealerweise hängen bleibt im Alltag, davon haben natürlich der Dozent und die Organisatoren gleichermaßen ihre Vorstellungen. Mit diesem Fachtag ist es so, dass wir die Möglichkeit haben, das intuitive Verhalten aufzuzeigen. Und damit kann man ganz neue Dinge im Alltag wieder entdecken. Und in aller Regel sagen die Leute, wow, ich habe eine neue Brille. Ich kann jetzt erkennen, was mein Handeln bewirkt bei den Kindern, weil es ist ja für pädagogische Fachkräfte hier aus dem Kita-Bereich und aus dem Hortbereich. Und in aller Regel finden das die Leute ziemlich gut zu erkennen, welche Wirkung sie haben auf die Entwicklung des Kindes. Wenn die Kollegen für sich herausgefunden haben, dass sie sich die Zeit nehmen müssen, sich zurückzulehnen, Kinder zu beobachten und diese Magic-Momente wirklich zu entdecken. Weil das sind genau diese Momente, die uns so oft verloren gehen. Und sehen würde ich es, glaube ich, daran, dass ich Kollegen habe, die sehr aufmerksam bei Kindern sind, sehr aufmerksam neben Kindern sind und in Beziehung gehen. Eine unserer wichtigsten Aufgaben für Fachkräfte in Kindertagesstätten. Und offenbar stehen die Chancen für ein Mehr an Magic Moments ganz gut. Ich fand es total spannend zu hören, die Geschichte von Marte Meo. Auch fand ich es total toll, dass man durch kleine Videosequenzen seine eigene Wahrnehmung schärfen kann, dem Kind gegenüber. Und für mich macht es Lust auf noch mehr. Und falls der Alltag doch mal Überhand nimmt, als kleine Erinnerungsstütze wurden wesentliche Elemente der Marte-Meo-Lehre visuell festgehalten. So gewappnet steht dem neuen Blick auf den Kita- und Hortalltag nichts mehr entgegen.